Hey, willkommen zurück bei Gries, hier in der Staubstube, mittlerweile in 4 Farben. Blau, Rot, Gelb und Grün. So in die Richtung. Mal schauen, welche Farbe wir als nächstes befreien. Ich weiß es nicht genau, was da noch fehlen könnte. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich dann langsam in den Bereich der Mischfarben. Ansonsten wird uns wahrscheinlich noch der ein oder andere Bosskampf erwarten. Und wir sind etwas verloren. Ich weiß auch jetzt nicht, wo es lang geht. Links, rechts, rechts, links. Der letzte Part ist wieder etwas her. Versuchen wir uns mal etwas umzusehen und zu orientieren. Man gelangt ja hier immer wieder an dieselben Punkte. Kommen wir hierher? Ja, wahrscheinlich, genau. Hier kommen wir nicht wieder hoch. Das Spiel ist aber auch in Farbe nicht bedeutend weniger melancholisch geworden. Darf man hier mal an der Stelle anmerken. Hier wurde was befreit. Hier geht's vielleicht weiter. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ist da auf dem Turm irgendwas? Oder ist das einfach eine Lampe? Das ist einfach eine Lampe, okay. Hallo Ari. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Eine kleine Helikopterfee, die mir nervige Rätselhinweise gibt, die ich aber wahrscheinlich gebrauchen könnte, wenn wir uns den letzten Part ansehen. Seht ihr, das ist der Nachteil, wenn man in einer Endzeit noch Lebewesen hat. Man muss gleich wieder mit allem und jedem gut Freund werden. Sind schon frei. Moment. Ja, das war ineffektiv. Danke, Gries. So, wo soll's denn lang gehen? Einfach nach oben. Gut. Ich habe hier aber gerade massive Frame-Einbrüche, habe ich das Gefühl. Was? Oh. Interessant. Ich hoffe, als nächstes schalten wir die Sprintfunktion frei. Auch wenn es für ein Spiel wie Gries vielleicht unwürdig sein mag, zu sprinten. Oh, 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 okay, ich verstehe. Diese Kulisse lebt vom Licht.
Hier haben wir noch welche. Danke, euch nehme ich gern mit. Moment. Ah ja, so ging es. Sternenschwimmerin Gries, nennen sie sie auch. Fly me to the moon and let me play among the stars. Diese Blasen, Dekorationen, Pflanzen, Trauben sehen sehr, sehr köstlich aus. Diese mystische Anmut auch, die hier über allem liegt. Wir bewegen uns durch Wasser, geometrische Wasserformen inmitten von Sternen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Hey Ari. Ich schätze, du willst mich begleiten. Nicht, dass ich eine Wahl hätte. Hey, ich habe deine Freundin gefunden. Oder eher Erzfeindin, hat keinen Bock auf dich, die Gute. Ari. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Ah, es wird wahrscheinlich darum gehen. Nein, obwohl, ich kann ja nicht beide einsammeln. Sonst hätte man sagen können, dass man mit beiden vielleicht hier oben ein Gebäude vervollständigen kann. Oder eine Treppe. Aber das geht ja nicht. Die haben ja keine Lust auf gemeinsames Beisammensein. Ja. Ist also die Frage, was ist zu tun? Aha. Okay. Und jetzt? Gut, so viel dazu. Das dürfen wir gleich nochmal machen. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Komm schon, ja.
Oh Mann, diese Frame-Einbrüche, die nerven wirklich. Ich weiß wirklich nicht, warum es gerade so laggt. Hab eigentlich nicht viel offen. Schade. Sorry, ich weiß, ich sag nicht viel, aber das Spiel ist eben auch wirklich eher ein Walkthrough, den ich hier mache, ein kommentierter. Ich meine, bei RPG Maker Spielen und so, da liest man automatisch vor, da ergibt sich das schon, dass man viel quatscht. Und da gibt's auch einiges zu sagen zu. Hier gibt's aber auch schlichtweg nicht so viel zu sagen gerade. Ich könnte immer wieder sagen, wie schön und kreativ und anmutig die ganze Kulisse und die Szenerie ist. Aber abgesehen davon, andere Let's Player, die würden das dann vielleicht mit ihrer Personality füllen oder guten Gags oder ganz interessanten Anekdoten, aber ich lasse das dann hier doch lieber wirken. Wow, und nehme zur Kenntnis, wie wir jetzt hier auf eine Weltumkehrung gelangen. Was natürlich auch immer mal gerne wieder eingesetzt wird, was hier wahrscheinlich aber nochmal deutlich cooler in Szene gesetzt wird. Oh ja. Erinnert mich immer sofort an Harry Potter und der Kelch. In The Goblet of Fire. Wo das ja auch mal kurz gemacht wird. Okay, die Physik ist aber normal, es ist quasi einfach nur das Bild verdreht. Wir fallen leider nicht nach unten. Wobei das ja auch ziemlich grässlich wäre, weil wir dann in den Himmel fallen würden. Und das ist eine Horrorvorstellung. Okay. Das wird einige Knobelei mit sich bringen. Ach, ja, gut. Das kann dauern. Schade. Find's im Übrigen schade, dass Kris ihre Haarfarbe nicht ändert. Das hätte man, finde ich, auch so machen können, dass sie am Anfang schwarze oder weiße Haare hat und dann eben immer eine Strähne dazukommt von Farbe. Aber sie hat hellblaue/türkise Haare, was auch in Ordnung ist, aber hätte man auch anders machen können. Aha. Danke. Eine sehr schicke Nachttischlampe, die Sie da haben. Sehr geschmackvoll. Hier geht's nicht weiter.
gut. Du hast Licht. Das ist schön. Ah, ein wunderbares Perspektivspiel, was hier stattfindet. Es funktioniert, also einige Spiele machen das ja, das hat nicht immer gut funktioniert. Das kann schnell dafür sorgen, dass es unübersichtlich wird. Hier allerdings ist es so tiefenentspannt, da kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Ja, das hat gereicht. Nein. Nein. Das dürfen wir gleich nochmal machen. Okay. Danke, liebe Nachttischlampe. Das ergibt eines. Netter Sinkflug, Gries, du alte Angeberin. Ich würde ja auch meinen zweiten Wohnsitz hinbauen. Ich meine, es gibt zwar einen eklatanten Mangel an Innenräumen. Irgendwo muss man sich dann ja auch schon mal verkriechen können, aber ansonsten... So, das Außengelände. Wow. Cthulhu wird es hier auch gefallen. Ich meine, seht euch das an. Das sieht an wie ein Tempel des Cthulhu. Kann ich mich nicht durch dieses Wasser bewegen? Komm schon. Nein. Das reicht dann doch nicht aus. Ah, euch habe ich übersehen. Sorry. Während ich das hier übrigens aufnehme, ist immer noch nicht klar, wer der nächste amerikanische Präsident wird. 3 Tage nach Auszählungsbeginn. Ich meine, man weiß es zu 99%, wer gewinnen wird, aber es ist noch nicht deklariert. Und so bleibt eine letzte Unsicherheit. Bis der rote, faschistische Nazi-Idiot endlich weg ist aus dem Weißen Haus. Amtlich. Um hier mal eine kleine unnötige politische Note mit reinzubringen. Ach komm schon, Gries, schwimm! Du wirst doch jetzt nicht plötzlich wasserscheu werden. Es bleibt immer übersichtlich hier. Das weiß ich sehr zu schätzen. Keine Probleme mit der Steuerung. Schön. Aber wer hat sich eigentlich all diese Rätselruinen ausgedacht? Es reicht nicht, dass wir Ruinen mit Sternen füllen. Nein, es müssen Rätselruinen werden. Nein.
Also dieses Wassersternspiel und mit Vertreterperspektive noch, das hat schon einiges an überbordender Kreativität. Wow. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Na komm schon, Chris. Okay. Tricky one. Ha. Zwei. Das war nicht zu schwierig. Erstmal sehen, was das gebracht hat. Ihre Stimme hat es offensichtlich zurückgebracht. Testen wir es aus. Vollen Credit an die Synchronsprecherin. Die Stimme passt perfekt zum Spiel. Was die Grafik uns an Schönheit fürs Auge bietet, das ist die Stimme fürs Ohr. Okay. Was genau das bewirkt, wird sich noch herausstellen. Und wie immer ist die Frage, wo genau geht's jetzt weiter? Ah ja, wie vermutet, sie kann die Umwelt zum Blühen bringen. Sie bringt das Beste in ihrer Umwelt zum Vorschein, unsere Kris. Auch den Tempel des Cthulhu? Nein, leider nicht. Hier ist Hopfen und Malz verloren. Aber das ist ja auch nichts mehr. Also da oben sind ja keine Origami-Vögel mehr. Ist also die Frage, ob wir hier überhaupt noch mal hin sollen. Wahrscheinlich nicht. Ich drehe jetzt mal um. Ich glaube nicht, dass es... Ah, hier. Hier könnte noch das eine oder andere passieren. Nein. Da funkelt und glitzert doch was. Wow. Ist das der Effekt, den wir erzielen wollten? Wow. Gebäude in Schutt und Asche legen? Nein, wir haben eins zum Leben erweckt, scheint mir. Okay. Würde mich doch sehr wundern, wenn Gries nicht diese
Gottheit ist, die mutmaßlich in dieser Welt verehrt wird. Oder irgendeine Art von Gottheit, / Götzenperson, mit solchen Fähigkeiten. Sing! Bewirkt nichts. Hier möchte jeder Sprung gut überlegt sein. Ja, sonst passiert nämlich das. Bewirkt zwar nichts, aber es macht die Welt ein bisschen schöner und freundlicher. Ob das Mama und Sohnemann Skarabäus sind? Da sind sie endlich wieder vereint. Wollen wir sehen. Ah ja. Okay. One tone at a time. Und es klingt immer noch gut. Okay, sind wir wieder in der Homebase? Meine Güte, wir dürfen uns durch Sternennebel bewegen. Es gibt im Weltall kaum etwas Schöneres als Sternennebel.
Ist schon wieder alles so groß. Sind das Faun? Tatsache, scheinen so ähnliche Lebewesen zu sein. Okay, ja. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei, wieder hier zu sein. Hier kommen wir doch her, oder? Okay, verstehe ich nicht ganz, warum wir jetzt wieder hier sind. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ach doch, wir haben ja natürlich, wir haben Sterne gesammelt. Sorry für meine Dummheit. Wir haben Sterne gesammelt und sind jetzt auf dem Weg, noch den letzten einzukassieren. Selbstverständlich. Unbedingt, Gries, unbedingt. Nein, das war vollkommen falsch, oder? Oder auch nicht? In Gries ist man sehr gnädig mit dem Spieler. Über weite Strecken zumindest. Und sie schüttet ihren Nektar aus. Das hat sicherlich irgendwas gebracht. Okay. Da ist unser Sternchen. Jetzt muss Gries nur mal aufhören, sich so tollpatschig anzustellen. Oh Mann. Das kannst du besser. Danke. Goldene Origamis, die sehe ich immer gerne. Gleitflug. Es sind allerdings auch sehr unpraktische Treppen. Ich meine, wie sollen denn Menschen mit Gehbehinderung / ältere Mitbewohner, die benutzen. Oh! Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie sich alle paar Sekunden auflösen. Das mag auch ein Nachteil sein. Okay, gleich nochmal.
Diesmal etwas zügiger. Oh oh. Danke, Chris. Gut gemacht. Hat nicht sollen sein. Oha, das ist ein verdammt mächtiges Gewächs. Machen wir es noch mächtiger. Das reicht wohl nicht. Gut, lass mal sehen, was ich für dich tun kann, Schwester. Nein, das ist nicht des Rätsels Lösung. Möchte man uns hier sagen. Komm schon. Nein. Vielleicht ist das hier die Origin Story von Poison Ivy. Eine wirklich kreative Rätselsprungpassage. Eine unter vielen in Grease. Das kann einem so schnell auf die Nerven gehen. Ich habe das selbst erlebt. Ich bin da sehr empfindlich, was das angeht. Hier ist das so kreativ und homogen umgesetzt. Geht so schön ineinander über. Ein Kunstspiel, ein Indie-Spiel, ein künstlerisches Indie-Spiel muss mehr können, als schön auszusehen. Dieses Prinzip zeigt sich einfach sehr, sehr gut und sehr effektiv hier in Grease. Sehr gut. Sternennebel. Wow. Und zurück zum Kern der Geschichte. Der liebe Gott dieser Welt hier war offensichtlich etwas kreativer als unsere. So, darf ich jetzt mal meine Sternchen abliefern? Möchte gern langsam Ergebnisse sehen. Komm schon, das sind so viele. Das muss doch jetzt was bringen. Ernsthaft? Ich bin immer noch nicht fertig hier? Okay. Ah. Verstehe. Es muss natürlich wieder auf dem dramaturgischen und buchstäblichen Höhepunkt geschehen. Selbstverständlich.
Every frame a painting. Ah, okay, auf den kann man stehen. Gut. Dann hinauf zur Mondspitze. Verzeihung. Also dann, Gries. Einmal mehr. Gries glaubt auch, das ganze Sonnensystem dreht sich um sie, was? Oh oh, Herzlose. Sie das? Ist das ihre dunkle Seite? Ihre Mutter? Ihre Schwester? Ich würde am ehesten darauf tippen, dass sie das selbst verkörpert. Ja, garantiert. Es ist wieder ein Trauermarsch angesagt. Oder ist das jemand, der ihr sehr nahe steht? Die Inszenierung würde ja schon eher darauf hindeuten. Akzeptanz. Das würde mir persönlich auch besser gefallen, wenn das nicht sie selbst ist. Weiß man nicht. Könnte sein, dass sie das ist, könnte sein, dass es jemand anders ist. Gibt's an der Stelle noch nicht mehr Hinweise dafür, ist alles Spekulation. Ein kleines bisschen machen wir noch weiter. Ich möchte jetzt gerade an der Stelle nicht aufhören.
spring mal über deine Strähne rein, wie eine Laus. Kriegst die Laus, arbeitet sich in deinen Körper hinein. Oder das, was davon übrig ist. Und da sind wir wieder in der Hand. Ich dachte, Kries bekommt jetzt wieder ihren emotionalen Zusammenbruch. Ah, Moment. Okay, wow. Seltsame Design-Choice, dass sie das alles komplett gemutet haben, auch als sie singt. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, wie viele Spieler da gedacht haben, dass mit ihrem Ton was nicht stimmt. Aber dann bin ich ja beruhigt. Schade, jetzt habe ich gar nicht so sehr auf die Sequenz geachtet. Abgesehen davon natürlich, dass sie diese Statue geküsst hat und ihr offensichtlich sehr, sehr nahe steht, aber das hat man ja ohnehin schon vermutet. Cool. Finde ich schön, dass es offensichtlich nicht Kries ist. Das gibt dem Ganzen etwas mehr Tiefe. Mein Tipp ist auf ihrer Mutter, weil das am klassischsten wäre. Singt sie da gerade mit ihr? So, einmal die Stimmung zerstört. Jetzt reicht's auch mit der Box.
Was? Das war das Ende. Ich will noch nicht über die Credits quatschen. Werd gleich noch mal was dazu sagen. Danke. Es ist nun möglich, frühere Kapitel zu laden, sowie Galerie- und Extras-Menü aufzurufen. Wow. Ich bin sehr überrascht. Das hat sich nicht so wirklich angekündigt. Ich meine, es war klar gerade, dass wir auch schon vor der Sequenz, dass wir uns langsam aufs Ende zubewegen, dass es sich langsam zuspitzt. Dramaturgisch, aber auch ästhetisch. Aber das kam jetzt doch sehr plötzlich für mich. Ich muss sagen, und das ist jetzt weniger wertend gemeint, als es klingt. Ich habe leider überhaupt keine Gänsehaut, geschweige denn Tränen in den Augen. Ich habe ja Grieß so gerne mit Journey verglichen und das ist auch leider einfach unvermeidlich. Was heißt leider? Es sind beides großartige Spiele und komplett unterschiedlich. Und bei Journey
hatte ich spätestens dann am Ende, als die Credit-Musik eingesetzt hat, Tränen in den Augen vor Rührung. Meine Gänsehaut hat sich bis zu meinen Organen gezogen. Hier leider überhaupt nicht, was mehrere Gründe haben kann. Zum einen vielleicht, dass ich etwas übermüdet bin, dass die Session ja auch schon relativ lang ist. Was aber vor allem sein kann, ist, dass ich es etwas seltsam fand und gerade davon abgelenkt war, dass der Ton aus dieser Endsequenz genommen wurde. Ich weiß nicht, ob das vielleicht doch einfach nur ein Soundbug bei mir war, glaube ich aber jetzt mal eher nicht. Es war wahrscheinlich eher eine Designentscheidung. Ich muss mir die Sequenz auch nochmal angucken, weil ich gerade nicht zu 100% drauf geachtet habe. Aber die Entscheidung finde ich schon ein bisschen fragwürdig. Ich meine, klar, es ist schon ganz cool, mal den Ton rauszunehmen für einen Moment. Das hat einen Effekt. Aber hier dann doch lieber ihren Gesang nochmal einzuspielen und nochmal etwas Musik am Ende. Ruhig nochmal ein bisschen nicht auf die Tränendrüse, aber auf die Kitschdrüse drücken. Es ist ja nicht mal unbedingt Kitsch. Bei Journey war es auch kein Kitsch. Aber da ruhig nochmal etwas die Violinen rausholen und nochmal an der Gefühlsschraube drehen. Hätte vielleicht etwas mehr gebracht, als jetzt hier am Ende komplett den Ton rauszunehmen. Das finde ich ein bisschen schade, eigentlich hätte ich gedacht, ich meine, ich hatte in jeder Sequenz von Grease fast Gänsehaut, die Opening-Sequenz, da hätte ich meine Haut fast geschält. Und jetzt leider gar nichts. Und auch kein wirklicher Effekt, abgesehen davon, was man jetzt natürlich herbei interpretieren kann und muss. Denn was ich noch nicht gemacht habe bisher, ist das Spiel einfach komplett als Metapher zu betrachten, was sich ja oft anbietet bei solchen tieferen und stilleren Spielen. Was mir aber bisher gar nicht in den Sinn gekommen ist. Ich habe es bisher wirklich als Fantasy-Welt akzeptiert. Ich glaube aber, es dürfte wahrscheinlicher sein, dass es sich hier um eine Metapher handelt. Für Akzeptanz. Den letzten Schritt der Trauer um einen Toten. Aber ich denke, dass man das vielleicht nochmal in einem Extra-Part auslagern sollte. Ja. Also es ist so, es ist relativ spät und bin jetzt eigentlich einigermaßen überrascht. Ich wollte auch nur noch 1-2 Minuten weiterspielen. Dass es jetzt hier so geendet ist, aber es gibt noch einiges, was ich sagen möchte. Es gibt natürlich ein Review, das ich dann auch einsprechen muss, für Grease nochmal sagen muss, was es sozusagen gibt dazu aus meiner Sicht. Es war ein sehr stummer Part, ich habe nicht so viel gesagt. Weiß nicht, ob das jetzt negativ zu bewerten ist. Ich habe dem Spiel eben jetzt einfach nicht so viel hinzugefügt, aber das braucht es auch gar nicht, denn Grease hat für sich gesehen schon genug zu sagen und das vor einem Spiel, das kein einziges Wort beinhaltet, kein gesprochenes. So, ich habe jetzt lange um den heißen Brei herum geredet. Was ich sagen möchte, ich werde nochmal einen Extra-Part, einen längeren Extra-Part für Grease machen. Mit Review, mit Gedanken, mit den Extras, die ich dann zuallererst nochmal durchgucken werde. Das machen wir alles nochmal. Ich muss mir nochmal ein paar Gedanken machen. Ich muss nochmal die ein oder andere Szene sehen und muss das alles insgesamt nochmal für mich reflektieren. Ich denke, es ist klar, dass es sich hier um eine Metapher für Trauerbewältigung handelt, aber wo dann genau die Hinweise liegen und wie es genau geartet sein könnte, das werde ich mir dann nochmal überlegen. Wie jeder andere das machen kann, der hier bei der Staubstube oder anderswo bei Grease mit dabei war. Danke, dass ihr diesen langen Part verfolgt habt. Danke jetzt schon mal, dass ihr dieses Let's Play möglicherweise verfolgt habt. Es war für mich ein Experiment, ein so stilles Spiel zu spielen. Und werde das sicherlich mal wieder machen, mich dabei hoffentlich weiterentwickeln, aber alles Weitere sage ich dann im nächsten Part. Bis dahin, hier, aus der stillen Staubstube. Ciao.